Hallo, ich bin Christian Panda und ihr schaut den Club der Roten Dichter. Schuss von Wehwetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Sie finden sich hier, meine Damen und Herren, in der Schreibstube wieder des Clubs der Roten Dichter. Was ist los? Ist dein Mikro nicht an? Mein Mikro ist... Und wer bist du überhaupt? Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Club der Roten Dichter mit einem ungewohnten Gast an meiner Seite. Meine Damen und Herren, ja, Sie werden sich wundern, wer das ist. Nein, das ist doch natürlich unser angestammter Moderator, der möglicherweise vielleicht sein Mikrofon noch einschalten muss. Das ist sowas von eingeschaltet. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall mal... es ist doch eingeschaltet. Das wurde draußen gerade so ein bisschen dramatisch gemacht. Ich wollte ihn auf jeden Fall vorstellen für alle die schon lange nicht mehr eingeschaltet haben oder jetzt nicht mehr so gut kennen. Meine Damen und Herren, der Mann, der letzte Woche noch so viel besser aussah, Volker Wiedersheim. Hallo. Damen und Herren, an meiner Seite, wie Sie es immer schon gewohnt waren und weiterhin gewohnt sein werden, Matthias Wieland, der Herbstkater von H1. Wie waren die Sendungen? Wie ist die Stimmung? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war jetzt 4-mal nicht da, verhindert. ich habe dir Team und Tabelle in einem tadellosen Zustand in deine Obhut gegeben, komme zurück und finde vor, meine Lieblingsmannschaft in einem nicht akzeptablen Zustand auf einem in desolater Stimmung, die ganze Stadt, Frust überall, mit dem Frost kommt der Frust und der Tabellenplatz ist ehrlicherweise auch doof. Ja, der Tabellenplatz, meine Damen und Herren, wenn Sie es nicht mitbekommen, es tut mir leid, Volker, also das, lasse ich dich nicht mehr allein. Ja, das will ich auch sehr hoffen, auch wenn das wirklich zum Teil sehr charmant hier war, aber trotzdem, ich möchte aber sagen, die Verantwortung liegt nicht allein und wahrscheinlich überhaupt nicht in so großer Form beim Club. So stark ist unser Einfluss dann doch noch nicht. Aber für alle, die das Wochenende tatsächlich in einer Höhle verbracht haben und nicht mitbekommen haben sollten, was mit Hannover 96 am Wochenende passiert ist, haben wir das Ganze jetzt nochmal von einem Mitarbeiter extra für Sie nachstellen lassen. Oh, der Mitarbeiter ist aber noch nicht fertig, höre ich gerade. Okay, wir müssen noch einen kleinen Moment warten. Der Mitarbeiter ist noch nicht fertig. Der Mitarbeiter wird es gleich für Sie nachstellen. Dann können wir darüber jetzt leider nicht reden. Wollen wir eine Presseschau vorziehen? Machen wir die Presseschau zuerst. Okay, ich habe ein paar Postillen mitgebracht. Super. Pustekuchen. Es ist ja wirklich nicht leicht, irgendwie jetzt noch in der Zeitung auch irgendwie Laune zu machen, irgendwie Lust aufs Lesen zu machen, wenn die Kollegen von der neuen Presse schreiben über die roten Hasenherzen und ich denke, ob sie recht haben oder nicht, sagt uns gleich das Licht. Widersprechen mag man auf jeden Fall nicht. Hagi, sprengt die 96 Viererkette. Ein ganz müder 96-Bluff, heißt es im Kommentar. Wir weisen mal kurz darauf hin. Ja. Falls aber jemand uns widersprechen möchte oder seine ganz eigene Sicht der Dinge uns mitteilen möchte, kann er das natürlich nach wie vor tun. 3670111. Und für eifrige und noch nicht so oft dabei gewesene Anrufer gibt es bei uns dann ja im Zweifelsfalle sogar noch was zu gewinnen. Wir haben nämlich immer noch unsere Club der Roten Dichter T-Shirts. Die gibt's und die werden uns zur Verfügung gestellt und gebastelt extra für die Anrufer vom Zeugwart Team Sport in Hannover-Wülfel. Da sind wir sehr glücklich drüber und deswegen lohnt es sich durchaus anrufen. Weiter, was hast du noch gefunden? Ja, die Bild-Zeitung, sie schreiben. Die Roten kriegen die Krise. Die Roten kriegen die Krise. Abwehralarm auch hier. Wir haben ja jetzt noch ein paar Auswärtsspiele vor der Brust und auswärts sind wir nicht so stark, wissen wir. Es gibt noch eine zweite Seite bei den Kollegen von der Bild-Zeitung. Oh. Da greifen sie unser Lieblingsthema der vergangenen Tage wieder auf. Ja. Die Bild-Zeitung vermutet, dass Mirko Slomka tatsächlich in dieser Woche seinen neuen Vertrag, er soll, glaube ich, bis 2016 gelten, keine Ausstiegsklausel enthalten. Und alles, was man so hört, ist ja, man muss ja mal sagen, auch wenn die Kollegen es vielleicht nicht immer so genau nehmen mit dem Verifizieren, aber dafür sind sie tatsächlich oft, wenn sie sowas melden, die Ersten. Und es stimmt dann auch relativ häufig. Das heißt, mit anderen Worten, es gab ja auch noch andere Tendenzen, auch was Schmadtke vor kurzem in einem Interview gesagt hat. Ja, nämlich. Finde ich, irgendeine Äußerung fand ich relativ deutlich für jemanden wie ihn, nämlich die Signale. Signale, die er in den letzten Wochen so beim Training und insgesamt erhalten habe, deuten doch sehr pro Hannover irgendwie so. Also das hat es auch schon mal gegeben. Also von daher, ich finde, das klingt alles sehr danach, als ob es tatsächlich diese Woche dazu kommen könnte. Es scheint ja zumindest im Moment auch so, als ob der Wolfsburger Nachbar kein unbändiges Interesse mehr an Mirko Slomka als Trainer hat. Auch der FC Bayern München, schlimm diesen Namen aussprechen zu müssen,
Da ist keine Musik drin. Die sind im Moment beschäftigt damit, sich selbst zu feiern. Und ich weiß nicht, neu auf den Markt gekommen als zu trainierendes Team ist ja nun quasi 1899 Hoffenheim. Ja, meine Damen und Herren, da zu dem Zusammenhang, und, das ist natürlich sehr bedauerlich, dass das jetzt gerade passiert ist, aber deswegen können wir Ihnen auch vorstellen, das ist wirklich ganz schade, weil der Verein das gerade noch geplant hatte, eine Riesenaktion, neue, eine wunderbare, den Getränkemarkt aufrollen, also eine Merchandising-Aktion im Hoffenheim-Fanshop, wir können das hier mal zeigen, das wäre es gewesen, meine Damen und Herren, schade, 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 im Hoffenheim-Fanshop, wahrscheinlich jetzt doch nicht erhältlich, der Bubble Tea, aber ich finde das eigentlich sehr schön, er macht sich ganz gut da als Werbefigur, schade. Das gehen. Wäre eine schöne Idee gewesen. Ich hätte es vielleicht gerne mal probiert, so mit vielleicht so kleinen Fußbällen drin oder keine Ahnung, kleine Rasenstücke. Das ist sicherlich Kollegen von der HAZ schreiben zu der Geschichte Pustekuchen über dieses Spiel. Haben wir eigentlich das Spiel schon erwähnt? Das Spiel haben wir noch nicht erwähnt, weil also es ging natürlich um das Spiel jetzt gegen Mainz. Genau. Nach 0:1 Rückstand, 1:1 Ausgleich, eigentlich ein schönes Stochertor. Ja, von das Christian war auch kein schlechtes Tor, weil es war schon insgesamt ganz gut vorbereitet. Auch der Schuss von Stopp Stindl war ja schon nicht schlecht. Ja, der hat da in die Mitte reingehalten. Ja, kann man auch mal machen. Kurz vor Schluss, 89. Spielminute. Das hat sich angekündigt, ne? Man hat es gesehen quasi. Also man hat wirklich gedacht, jetzt lassen sie spielen. Es ist ja absurd, dass die Mannschaft quasi der Gegner eine rote Karte bekommt. Wir spielen in Überzahl, aber wir machen gar nichts daraus. Ab der roten Karte ist quasi nichts mehr von Hannover 96, wo man dachte, so, jetzt ziehen wir mal Powerplay auf, jetzt versuchen wir die mal einzuschnüren. Das haben sie, ich weiß nicht, wenn sie es versucht haben, ich habe davon nichts bemerkt. Das war erstaunlich. Auf jeden Fall kann man sagen, sie haben es nicht erfolgreich zum Wege gebracht. Nein, das war definitiv nicht erfolgreich. Das heißt, man kann im Nachhinein sagen, ist ja auch mal ganz interessant, im Prinzip, Schlaudraff hat das hier bei euch im Interview auch schon gesagt, Wett Klo hat sich für die Mannschaft geopfert, alles richtig gemacht, ne, im Prinzip. Er hat eine Situation, die tatsächlich wahrscheinlich sehr sicher zum Tor geführt hätte. Die verhindert. Zu einem Tor oder möglicherweise noch zu einer roten Karte und einem Strafstoß. Also nachfolgende Verteidiger, der hätte das, wenn überhaupt, glaube ich, noch mit einem Foul klären können. Richtig. Also mit anderen Worten, die Chance wäre deutlich besser gewesen als mit einem Freistoß. Auch einfach schwer genug vom Ball. Ja, aber nach dem letzten Spiel hatte es noch geheißen, die Ergebnisse sind nicht golden, aber eigentlich ist die Situation insgesamt noch in keinster Weise dramatisch. Jetzt steht hier über dem Kommentar akute Gefahr. Ja, ja. Und auch das ist wiederum richtig. Es ist natürlich diese enge Tabellensituation, die wir bis jetzt hatten. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir vorhin schon angesprochen haben, meine Damen und Herren. Ich habe ja gesagt, an diesem Wochenende ist also mit 96 was relativ Dramatisches jetzt nach diesem Spiel passiert. Und jetzt ist unser Mitarbeiter auch live drauf und kann das für Sie bitte noch mal nachstellen, was am Wochenende mit Hannover 96 passiert ist. Bitte. Felix, mach das mal bitte für uns. Ja. Das neue Maskottchen von Hannover 96. Wunderbar. Ja. Ja, es geht rund. Ja, und runter. Vor allen Dingen, es geht runter. Runter, 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 meine Damen und Herren. Das ist, was ich nicht verstehe, warum sich Rainer Kallmund freut. Das habe ich nicht so richtig begriffen. Das ist das Einzige, was mir dabei nicht so ganz klar gewesen ist. Also, meine Damen und Herren, 96 ist dramatisch in der Tabelle von Platz 6 runter auf Platz, weg da, Stuttgart, auf Platz 12 gestürzt. Das ist nicht schön. Das sind dramatische Ereignisse, die vermutlich von Hannover 96 demnächst auch noch verfilmt werden. Vermute ich mal, so dramatisch wie das ist, dass man das an Hollywood verkaufen könnte. Veronika Ferres als Mirko Slomka. Nein. Also ich hätte da mal schon mal ein schönes Beispiel. Sie kennen vielleicht dieses relativ berühmte Plakat, das zurzeit zum Teil aushängt für den neuen James-Bond-Streifen. Aber das ist natürlich eine wunderbare Vorlage auch für Hannover 96, die ganz einfach diesen Streifen jetzt in die Kinos bringen könnten. Noch ein bisschen näher gehen wir noch mal ran, dann kann man das auch besser sehen. Hallo, Kamera. Ein bisschen näher gehen wir mal ran. Hat er doch. Nein. Schon. Willst du noch näher? Na gut, dann gehe ich näher ran. Gehst dann du mal näher? Dann gehe ich halt näher ran. Mein Gott. Mal, machen wir hier. So. Große Umlaufgeschichte. Ah. Aha. Schon besser. Ja. Genau. Und gibt auch noch ein anderes Motiv für Sie. Nee, falsche Seite. Ja. Genau. Aber mir persönlich am schönsten, mir persönlich am besten gefällt eigentlich diese Variante, nein. Diese Variante, meine Damen und Herren, beachten Sie vor allen Dingen darauf, was der neue Übungsleiter von Hannover 96 in der Hand hat. Das spricht für relativ strenge Sitten demnächst beim Training. So,
Bild wieder weg. Ich gehe jetzt hier nämlich weg. Danke. Ha. Heiser wieder. Lass uns das mal zelebrieren. Man muss auch das Traurige feiern und auskosten können. Bring mal die Tabelle auf Stand. Ja, okay. Ungern. Vielleicht kannst du es so machen, dass einer der Kameras ein bisschen was sieht. Wir fangen mal von unten an, dann kommen wir schneller zu 96. Ja. Leider ist das so. Fürth natürlich unten, dann Augsburg und dann Hoffenheim. Der Hoffenheimer, mein Gott. Ja. Wie lange war der Bubble da jetzt Trainer? Nicht lange. Wolfsburg. Nicht so lange, ja. Wolfsburg auf dem 15. Dann weiter mit dem Club, dem 1. FC Nürnberg. Gruß an Dieter Hecking, der muss ins Krankenhaus sich das Knie operieren lassen. Ach so, arme Kerl. Gute Besserung auf diesem Wege. Ja. Haben wir ja nicht vergessen. Guter Mann. Nee, stimmt gar nicht. Welch geätzt haben wir denn hier, als er zum Schluss so ein. Hecking hat, das muss man mal sagen, Hecking hat zuletzt eine Mannschaftsleistung hier zu verantworten gehabt in seinen letzten Wochen. Die entspricht so ein bisschen von der Stimmung her, dem, was im Moment gespielt wird. Außer, dass der einzige Unterschied war, dass bei Hecking immer in der 74. Minute zum ersten Mal eingewechselt wurde. Hast du das so genau verfolgt? Ich glaube, das war mal etwas, was mich damals und viele, glaube ich, ein bisschen genervt hat, dass man sich darauf verlassen konnte, dass vorher nie gewechselt wurde. Es gab immer der erste Wechsel, meistens Mike Hanke und in der 74. habe ich mich nie gefreut. Aber ich fand ihn eigentlich auch nicht schlecht, aber ich glaube tatsächlich, er hatte bei der Mannschaft insgesamt damals, das lief irgendwie nicht, es war tatsächlich nicht mehr so gut alles. Ich glaube, ein Trainer ist halt auch ein Chef, so richtig. Also im Misserfolgsfalle wird kein Trainer bei keiner Mannschaft beliebt sein, weil er noch unpopuläre, unangenehme Entscheidungen treffen muss. Aber damals war es tatsächlich eine sehr verkantete Situation. Wer ist denn auf 13? Düsseldorf? Auf 13 hätte ich gerne die Düsseldorfer. Dann kommen wir auf den 12. Ja. Freiburg auf 11, Gladbach auf 10, die tauschen. Aha. Platztausch. Hamburg 9, Bremen 8. Schönen Gruß an unseren Kameramann. Wo ist er denn? Nee, heute macht er das Bild. Unglaublich. Gruß in die Regie. Werner Bremen, tolles Team. Arnautovic, was für ein verquerer Vogel. Aber geil. Egal. Wann kommt Stuttgart jetzt? Stuttgart, Mainz, Frankfurt. Oh Gott, Frankfurt so weit unten. Ja, der Frankfurter, ich hätte gedacht, der Fall könne noch flott weitergehen. Aber so schlimm ist er noch nicht. Schalke, BVB und der neue Bayernjäger. Der sogar den Namen ein bisschen geklaut hat. Bayern 04, Hypie Leverkusen. Irre. Tja. Gegen wen spielen wir am Wochenende? Ja, hoffentlich irgendeinen kleinen von unten. Sagen wir mal so, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil. Also, wenn man sich die oberen beiden Plätze anguckt, ist unser Gegner ganz unten, oder? Ja. Naja, ich meine, sagen wir es doch mal ehrlich, im Augenblick ist es tatsächlich so, man hat das Gefühl, dass bei 96 nur noch mit sehr viel Glück jetzt die letzten Spiele irgendwas gerissen werden kann. Und dann wäre es jetzt hier nicht ganz so schlimm, gegen die Mannschaft könnte man auch mal verlieren, aber vielleicht wäre es dann umso schöner, wenn dann da doch was klappt, wer weiß es denn. Ich hänge sie wieder auf, damit alles seine Ordnung hat. Ja, hängen sie mal wieder auf, genau. Tja. Also von daher bin ich mir gar nicht so sicher, ob das nicht vielleicht ganz gut für uns ist. Spannend wird es ja jetzt auch noch mal diese Woche. Am Donnerstag. Und Donnerstag spielen wir gegen welchen Verein? Na? Hallo? Wie heißt denn der noch? Ja, wie heißt er denn? Der Verein Donnerstag. Hallo. Hallo, Regine. Levante. Schneewante. Genau, gegen den UD Schneewante spielen wir am Donnerstag nochmal, diesmal in Spanien. Yeah. Valencia. Ist das Valencia. Das? Valencia, ja. Und ein Spiel, das zwar nicht die Wichtigkeit besitzt, weil wir natürlich schon durch sind, aber wenn wir natürlich den Tabellenplatz hergeben würden, würde es ja schon bedeuten, wenn ich es richtig verstehe, dass wir wahrscheinlich gegen einen schwierigeren Gegner. Erheblich stärkere Gegner bekommen in der nächsten Runde dann, Playoff-Phase. Ja. Dann. Ich hoffe, dass vielleicht eintritt, was der Arnold Brüching als langjähriger Spieler von Enschede gesagt und eigentlich gehofft hatte, dass der Spanier, der traditionell diesem Wettbewerb Europa League nicht die große Bedeutung beimisst, dass da ein bisschen lockerer angeht und angehen lässt und sich für die Liga schont. Das könnte uns in diesem Fall zu Pass kommen. Mhm. Tja. Ja, wenn man überhaupt irgendwas Positives finden will, der NDR, die Kollegen von unserem kleinen Partnersender, von unserem Junior-Partner, loben aus,
und bitten zur Abstimmung, es soll gewählt werden, das Top-Team des Nordens. Mhm. Alle möglichen Sportarten. Gibt es da wieder so eine Sendung, wo Promis dann vor so einem Film irgendwie erzählen, was sie mit dieser Mannschaft verbindet? Ich glaube, das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht prioritär oder nach irgendetwas, das ist irgendwie geordnet. Aber Holstein Kiel, die Volleyballdamen Schweriner SC, der sensationelle Handballclub Flensburg-Handewitt. Handewitt, wow. Die Handballfrauen VfL Oldenburg, UAC Hamburg, Traditionshockeyclub. Buxtehuder SV Handball Bundesligist oder Zweitligist hast du inzwischen. Uns lässt jetzt weg gleich? Ja, du kommst zum Schluss. Ach so. Leider auch zwei Braunschweiger Vertreter mit in der Auswahl. Die Braunschweiger Tänzer von der TSC und das sind doch die von Eintracht, oder? Eintracht Braunschweig, auch die Fußballer aus der zweiten Liga, Herbstmeister. Ich wollte gerade sagen, die sind immerhin Herbstmeister. Ein vergiftetes Lob, toll, Herbstmeister. Ja, aber guck mal, was heute in der Stadt los war. Wir haben hier wieder unsere beliebte Reihe heute in Braunschweig. Heute in Braunschweig. Schauen Sie mal. Ja, dann schauen wir nochmal rein da. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Also jedenfalls auch... Hannover 96, der propere Fußball-Bundesligist aus der Leinestadt, steht zur Wahl. Ja. Stürmten unter ihrem Trainer Mirko Slomka durch die Europa League und scheiterten erst im Viertelfinale am späteren Titelgewinner Atletico Madrid. Es ist international der größte Erfolg für uns. Braunschweig, das habt ihr nicht. So. Aber jetzt gucken wir, was Braunschweig hat. Heute in Braunschweig. Sieht die Bilder, man ahnt es, genau 12 Minuten und 12 Sekunden, menschenleer. Ja, das war die Aktion von Braunschweig natürlich, logischerweise. Ja, nach 12 Minuten und 12 Sekunden war da wieder Einkaufstrubel. Remi-Demi. Ohne Ende. Man Braunschweig kennt das. Ja. In Hochstimmung. Absolut. Das muss man ihnen neiden. Total, ja. Wie findest du diese Fanaktion? 12.12. Am 12.12. entscheidet wie die DFL, ne? Genau, am 12.12. entscheidet die DFL. Das ist die DFL, das habe ich auch erst hinterher mitbekommen. Ich war der Meinung, die Fans hätten scheiß DFB gesungen, weil ich verstehe die Fans immer nicht, wenn ich im Stadion bin. DFB, DFB. Aber sie haben DFL gesungen und ich finde die Aktion, naja, also ich fand zumindest diese Aktion in Hannover etwas kurios. Ich würde mich auch freuen, also da würde ich mich ganz besonders freuen, wenn vielleicht dazu sich doch mal jemand melden würde und mal sagen würde, aus seiner Sicht, wie er das im Stadion erlebt hat. Ich fand jedenfalls in Hannover seltsam, wir haben ja hier nun schon ein bisschen Erfahrung mit Stimmungsboykotts. Mit Stimmungsboykotts, das heißt, und das hat offensichtlich die Leute auch ein bisschen angestachelt. Also da war definitiv nicht alle der Meinung, dass wir uns daran halten müssen, sondern es wurde schon während der 12 Minuten ganz klar versucht, von einem großen Teil in der Nordkurve, nur nicht in dem speziellen Ultrateil oder in dem, wo die harten Fans sind, wurde schon mit dem Hannover-Rufen angefangen, rüber zur Westtribüne, genau. Und das hat eigentlich auch schon, so ähnlich wie das damals auch schon bei den anderen Spielen, als das mit dem Stimmungsboykott war, ganz gut funktioniert. Da war also durchaus schon so ein bisschen Anfeuerung und Stimmung da. Nicht so eine Stille wie in den anderen Stadien. Und dann fiel halt auf, dass diejenigen, die geschwiegen hatten, runtergezählt haben und angefangen haben zu trommeln und dann vor allen Dingen auch noch dieses scheiß DFL gerufen haben. Da fand ich es bemerkenswert, dass sehr viele Fans gepfiffen haben, die also in den anderen Bereichen standen, sehr viele Fans gepfiffen haben und einige sogar Stinkefinger gezeigt haben in die Richtung der Ultra-Fans. Wo ich dann sagen muss, das ist schon ziemlich harter Tobak, wobei, also es zeigt mir zumindest, da ist jetzt nicht eine totale Einigkeit. Ich meine, es ist ja auch so, ich habe auch einige Kommentare darüber gelesen. Der Tenor war ja für mich unterm Strich schon, wenn am 12.12. nichts entschieden wird, ist das Allerschlimmste, was passieren könnte. Ja. Weil dann nämlich wahrscheinlich viel schlimmere Repressalien über alle hereinbrechen, auch über die Fans. Hm. Tja, es ist halt immer noch so, dass die Ultras sich als eine Art Gralshüter, Erzengel, der Fanszene, der Anhängerschaft des jeweiligen Clubs verstehen. Aber sich doch auch ein bisschen entfernt haben so vom Kern des Geschehens und längst nicht mehr alle nachvollziehen können, auf welche merkwürdigen Missionen die da unterwegs sind. Ja. Weiß ich nicht. Tja. Hast du 12 Minuten und 12 Sekunden die Klappe gehalten?
Ich glaube, bei dem Hannover kann es sein, dass ich mitgekriegt habe. Nee, ich glaube, ich war ruhig. Aber nicht aus Schweigegründen jetzt in dem Sinne, sondern einfach nur, weil ich das sowieso nicht unbedingt jedes Mal mitmache, wenn das kommt. Ja, mein Gott. Nun, mein Freund, der Mirko Slomka, der Trainer. Ja. Wenn er nun tatsächlich so, wie es die Bild spekuliert, in den nächsten 2 Tagen irgendwie seine Unterschrift, seinen Willibald unter das Papier setzt, wie wirst du es feiern? Wie werde ich es feiern? Ich glaube, ich ist das überhaupt? Ist das überhaupt? Das wäre doch ein schönes Nikolausgeschenk. Anlass eigentlich zum Feiern? Total. Weißt du, wie wir das feiern? Wir feiern das, indem wir deinen Song für Mirko Slomka vielleicht an Nikolaus auch ins Netz stellen zum Runterladen. Wäre das nicht eine schöne Feier? Das ist eine sensationelle Idee. Das klingt jetzt so, als wäre es abgesprochen, aber das ist eigentlich gar nicht tatsächlich. Das ist ziemlich improvisiert. Also, ja. Aber das wäre doch eigentlich eine schöne Idee. Das finde ich eine gute Art und Weise zu feiern. Das Lied über den roten Riesen auf den grünen Wiesen. Den roten Riesen auf der grünen Wiese, genau. Ein wunderschönes Lied, das wir diese Woche fertigstellen. Also wir haben's, du hast es ja schon geschrieben und ich habe es ein bisschen vorbereitet. Und das machen wir jetzt fertig und stellen es diese Woche ins Netz und feiern es dann. Wollen wir das künftig regelmäßiger machen, dass wir diese kleinen Liedchen, die wir hier ausbrüten? Das ist eigentlich so gedacht, genau. Ja. Und das wäre so ein schönes, das wollten wir jetzt halt schnell noch machen, bevor die Tinte schon trocken ist auf dem Vertrag, weil ja auch eine Zeile darüber drin vorkommt. Wäre ja dumm, alles nochmal neu schreiben. Ja, ach Quatsch, das ist nur die letzte Strophe, die dichten wir dann umzunehmen. Ja, da kann man auch noch umdichten, bestimmt. Ja, genau, ja. Naja, also wie gesagt, wenn Slomka unterschreibt, ich fände es in jeder Hinsicht erstmal gut. Ja. Es ist in jeder Hinsicht auch, wäre es für mich auch ein Zeichen, dass eben das Team, so wie es ist, wirklich, glaube ich, immer noch nach wie vor ganz gut wahrscheinlich funktioniert. Mhm. Und sie sich alle so mit ihren kleinen Eigenheiten abgefunden haben. Und ich glaube, dass da, also sagen wir mal so, bis jetzt war Slomka kein schlechter Trainer, das kann man klar sagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass für das, was für Hannover jetzt noch bevorsteht, er auch immer noch ganz gut sein könnte. Er hat aus diesem Team sensationell was gemacht, muss man schon sagen. Und ich denke, wir haben jetzt gerade so ein bisschen, wir haben es ja schon ein, zwei Mal angesprochen, haben jetzt gerade so ein bisschen so eine Phase, wo alles ein bisschen schwieriger ist, weil natürlich auch ein paar unglückliche Sachen gelaufen sind und natürlich auch ein paar der neu hinzugekommenen sich noch nicht so integriert haben, dass man jetzt sagen kann, Mensch, die können jetzt super für die anderen spielen. Ja. Andere haben eine Schwächephase, so extreme, weil sie halt, ich glaube, Husti hatte aber auch schon sehr viele Spiele in den Knochen. Kann das sein, dass der schon irgendwie, als er zu uns gekommen ist, schon irgendwie einige Spiele und mehr Spiele gemacht hat oder irgendwie sowas. Der ist jedenfalls ja total überfordert jetzt quasi kräftemäßig. Tatsächlich, ich habe übrigens gerade Huschti gesagt, wenn einen schönen Gruß an die Damen in der Kneipe, wo wir vor kurzem Fußball geschaut haben, die an dieser Stelle jedes Mal, aber wirklich jedes Mal, wenn der Moderator, und es war nicht selten, wenn der Moderator Huschti gesagt hat, kam ein lautes von ihrem Tisch, Huschti! Das fanden wir alle sehr, sagen wir, interessant. Und hat die Kneipe sicherlich sehr erheitert. Tatsächlich läuft die russische Liga. Aber für Sie, meine Damen, gibt es ja immer noch die original Husti-Netten im 96-Fanshop. Nur echt mit nacktem Oberkörper, weil da kann man sich dann auch die Krankheit holen, für die man diese wunderbaren Husti-Netten braucht. Die russische Liga läuft, ist eine Liga im Kalenderjahr. Mhm. Das heißt, seine Saison hat ein halbes Jahr früher angefangen als die von 96. Aber soweit ich weiß, hat er ja da nicht mehr so schrecklich oft gespielt. Also er hat viel auf der Bank und viel auf der Tribüne sogar gesessen. Ich weiß nicht, ob er in der ersten Jahreshälfte tatsächlich schon so viele Kilometer in den Knochen hatte. Hm. Naja, man trainiert sich auch langsam. so eine Frage, die mir durch den Kopf geht, das hat sich ja so ein bisschen verfestigt, der Eindruck, dass einige Spieler ein bisschen platt sind, überspielt. Vielleicht die Pause herbei. Ich frage mich, wo ist eigentlich Professor Dr. Jürgen Freiwald, der Fitnessguru von Mirko Slomka, dessen Arbeit ja schon ein ganz zentraler Faktor in dem Schaffen, in der Planung, in der Struktur bei Mirko Slomka war. Offensichtlich hat der Fitnessguru im Moment keine hilfreichen Mittel oder Gebete, die den Spielern zum Saisonfinale hier nochmal richtig flotte Beine machen. Es ist vielleicht tatsächlich manchmal dann auch einfach nicht möglich, sozusagen noch mehr zu machen, als es vielleicht jetzt schon getan wird. Ich weiß es nicht. Es ist halt manchmal, die Spieler sind ja nun noch nicht, das Beispiel Husti, sind ja noch nicht von Anfang an der Saison ganz ausführlich schon mit Vorbereitung irgendwie unter seiner Fuchtel sozusagen. Von daher ist vielleicht ein bisschen, fehlt da halt einfach die Möglichkeit, da jetzt so extrem einzugreifen, weil es ist ja auch ein relativ hartes Programm. Sie haben ja schon recht viele Spiele.
Und ein Spieler kriegt ja nun aber immerhin eine Zwangspause. Was wird denn da eigentlich passieren? Was meinst du am Wochenende? Weil Hagi darf ja nicht mehr mitspielen. Ja, darf nicht mehr mitspielen. Da wird es dann spannend. Da wäre natürlich, ist jetzt ein bisschen, ich springe jetzt, aber es hat natürlich mit dem Thema zusammen, weil du gerade sagtest, wo ist Professor Freiwald? Wo ist eigentlich Professor Emanuel Pogatetz? Jedenfalls nicht mehr in der Wolfsburger Mannschaft. Könnte man den nicht in der Winterpause wieder zurückholen? Ist der sitzt auf der Bank? Der sitzt schon seit Köster da ist, sitzt der auf der Bank, weil das war die erste Maßnahme. Er ist raus aus der Mannschaft und seitdem nie wieder reingekommen. Gut, er spielt jetzt auch immer mit der gleichen Mannschaft. Insofern war es jetzt auch keine richtige Chance, weil das offensichtlich so eine Philosophie ist. Ja. Aber so richtig nach Zukunft in Wolfsburg sieht das natürlich dann nicht gerade aus. Dass der zurückkommt, ist unwahrscheinlich. Schließe ich aus. Okay. Eine Wette darauf nehme ich an. Ja? Beim Kopfe dieses Nikolauses. Hm. Ich wollte diese Apfelsine hier setzen, aber gut, dann nehmen wir den Kopf dieses Nikolauses. Sehr schön. Ja. Pogatetz und Slomka, das wird nie ach so, wieder was. Du meinst, das ist schon so da? Okay. Das kannst du knicken. Falsche Einstellung. Okay. Da spielt der Stolz zwischen so eine große Rolle. Da kommt man nicht mehr zusammen. Okay. Na gut. Ja, apropos, wir kommen nicht mehr zusammen, würde ich sagen, wir kommen jetzt aber schon zum Ende. Ja. Ne? Weil jetzt haben wir natürlich noch, wie immer, unser Lied zum Schluss vorbereitet. Ja. Ach so, für alle, die natürlich nicht mitbekommen haben, dass wir, was wir hier schön gezeigt haben mit der Tabelle und allem, wir zeigen es Ihnen nochmal ganz kurz, was mit 96 am Wochenende in der Tabelle passiert ist. Hier sehen Sie es nochmal. Ja, Mensch. Das ist nicht schön. Ja, meine Damen und Herren, also Felix Baumgartner ist doch tatsächlich sauer, dass er diesen Rekord, die Aufmerksamkeit ist weg von ihm, irgendwie der längste Fall, freie Fall eines Menschen wird jetzt natürlich in den Schatten gestellt vom wahrscheinlich tiefsten Fall eines hoffnungsvollen Bundesliga-Vereins in der Tabelle. Oh, 6 Plätze und wir haben jetzt die ganze Misere ja schon angesprochen, die schweren Beine und alles. Und deswegen jetzt dieses Lied. Ich habe übrigens noch hier, das wäre jetzt die Austauschstrophe hier. Auf jeden Fall. Ja? So genau. Hätte ich das von vornherein gespielt. Ja. Okay. Also es gibt ein Vorspiel auch, weil es ja so ein bisschen weihnachtlich sein soll. Wir entlassen Sie quasi. Genau, mit einem Lied. Gleich gibt es noch einen richtigen offiziellen Abschied, aber wir entlassen Sie schon mal langsam in die Adventstimmung. Ja. Haben wir eine Kerze? Nee, haben wir leider jetzt nicht. Ne? Kannst du mit dem Ball eine Kerze spielen? Nein. Wenig anderes als eine Kerze. Moment. Es ging doch eben noch anders. So klingt es auch in vielen Wohnzimmern und dann geht es so weiter. Lasst uns froh und munter sein, in der Tabelle nicht ganz runterknallen. Was denn? Vor lauter Freude, dass das Lied so schön Weihnachtslied ist, haben wir natürlich jetzt den falschen Text gesungen. Oder ich jedenfalls. Das habe ich gesungen. Ja, ich habe gesungen, lasst uns froh und munter sein. Schön, so, wir müssen das nochmal anfangen. Das habe ich auch gesungen. Aber keine Angst, diesmal ohne Flötenvorspiel. Lasst uns viermal noch munter sein, in der Tabelle nicht ganz runterknallen. Lustig, tralalalala, bald ist Winterpause da, bald ist Winterpause da. Wenn ich spiel, dann träume ich, gute Abwehr ist das nicht. Lustig, tralalalala. Bald ist Winterpause da, bald ist Winterpause da. Keine Tore und ich renn, nur noch auf der Playstation. Lustig, tralalalala. Bald ist Winterpause da, bald ist Winterpause da. Und Slomka ist ein kluger Mann, der seinen Namen schreiben kann. Lustig, tralalalala, bald ist Winterpause da, ja, bald ist Winterpause da. Frohe Weihnachten noch nicht, aber das ist schon mal ein schöner Einstieg in die Adventszeit. Bis viel Spaß am Donnerstag. Genau. Levante und... Ja.